Liebe Geschwister, ich wünsche euch einen gesegneten Sabbat, Shabbat Shalom. Heute möchte ich meine Sehnsüchte euch mitteilen, beziehungsweise wie es im Himmel sein wird, wie ich das vorstelle. Also diese Entrückung kann es mir nicht schnell genug gehen. Ich warte jeden Tag so sehnsüchtig darauf. Und ich wünsche, dass mehrere Geschwister diese Sehnsucht so stark in sich haben würden und tragen würden. Dort im Himmel werden wir nämlich viel mehr geliebt, als wir es je vorstellen könnten und als es im Erde jemals passiert ist. Es ist dort unbeschreiblich wunderschön. Ich stelle mir das so vor, alles ist kristallklar und durchsichtig, wie Regenbogen, wie Glas, wie Nebel, wie das Wasser. Also faszinierend. Und diese Farbpracht, alleine das, was wir im Regenbogen haben, was für welche wunderschöne Farben, was kein Auge gesehen hat, das haltet uns Gott bereit. Noch ein paar Tage. Und dann werden wir sowas sehen, was wir nie vorher gesehen haben. Und was werden wir dort alles machen? Wir werden endlich unser ewiges Leben im Frieden leben. Wir werden kreativ sein, sicherlich, und vieles gestalten, vieles auch noch lernen. Wir werden auch die Ungläubigen richten. Es gehört dazu. Wir werden Musikinstrumente spielen lernen. Ich möchte Harfe lernen. Das gefällt mir so sehr. Wir werden sicher mit unserem Schutzengel reden können und unsere alle Fragen beantwortet bekommen, was in unserem Erdenleben uns so beschäftigt haben, und auch Antworten bekommen, warum im Leben manches so schwer war. Wir werden viele Erklärungen bekommen. Wir werden getröstet. Wir werden sicherlich zwischen die verschiedenen Himmelsebenen schweben können und fliegen können. Wir werden mit Jesus Gespräche führen. Wir werden Gott sehen, vielleicht umarmen. Wir sehen, wie er ist, und wir werden beten und singen. Jede Woche werden wir gemeinsam mit unserem Schöpfer Sabbat feiern. Wir werden die wunderbaren göttlichen Feste der Bibel feiern. Wir werden Mahl haben, Hochzeitsmahl des Lammes. Wir werden viele Leute kennenlernen und einfach werden wir endlich geliebt, umarmt, geküsst, ohne einen Hintergedanke. Wir werden die Ewigkeit genießen. Auch werden wir spazieren gehen und wir werden die wunderschönen Wasserströme und Wasserquellen bestaunen. Wir werden vom Baum des Lebens essen. Wir werden unsere Wohnungen bewundern, was uns Jesus vorbereitet hat. Wir werden die biblischen Figuren alle ausfragen. Sie werden alles uns erzählen, was sie erlebt haben. Das wird ein lebendiges Bibelerlebnis werden. Das wird alles in Harmonie geschehen. Nie wieder Neid und Hass. Wir werden alle Kreaturen von Gott kennenlernen. Alles, was er erschaffen hat. Seraphime, Cherubime, Engel und alles, was noch gibt. Wir werden für alles Lust und Zeit haben. Wir werden uns sehr weiterentwickeln. Wir werden auch von unserem Gehirn im vollen Potenzial alles benutzen können. Wir werden Lieder und Psalmen schreiben und sicher singen. Vielleicht werde ich dort sogar fahren können, weil ich habe keinen Führerschein. Und zum Beispiel so einen Wagen fahren, mit dem der Prophet Elia abgeholt wurde. Wir werden dort für immer glücklich sein und sicher viel lachen. Und wir werden auch vielleicht weinen von Dankbarkeit und das sichere Gefühl, endlich nach Hause angekommen zu sein. Natürlich ist die Liebe die wichtigste, was wir dort bekommen werden. Und wir werden uns für immer in Sicherheit fühlen. Und es kommt nie wieder eine Trennung vor. Ich wünsche euch gottesreichen Segen. Wir sehen uns bald in die Wolken. Und ich hoffe, jedes Mal, das ist mein letztes Video, und dann sehen wir uns im Himmel. Alles Liebe.